freier Journalist. Nie wieder Deutschland! Nie! Nie! In welche Zeitung verkaufen Sie Ihre Bilder und Artikel so? Überall, stell sie ins Internet. Auf billisreisen.de. Ah, okay. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Islamophobie, der Antisemitismus, Homophobie weiter Stärke gewinnt, sondern ein ganz klares Zeichen dafür setzen, dass wir eine weltoffene, demokratische Gesellschaft verteidigen wollen. Herr Özdemir, wenn ich Sie mal fragen darf, was halten Sie denn den Dresdnern entgegen? Wir haben heute auch schon welche getroffen, die haben gesagt, das ist doch unser gutes Recht, was die Pegida dort macht. Man wird doch das wohl mal offen sagen dürfen. Natürlich dürfen die demonstrieren und genauso dürfen wir demonstrieren. Und es geht eben darum, die wollen gerne dafür sorgen, dass Dresden so ein Brückenkopf wird für Pegida, das was überall sonst gescheitert ist. Und wir machen deutlich, es ist nicht so. Was sagen Sie denn eigentlich dazu, dass die CDU heute nicht mit dabei ist und sich nicht in den Protest einreiht? Ich bedauere das sehr. Die Pegida versucht, sie europäisch zu vernetzen. Unsere Antwort darauf müsste sein, dass die demokratischen Parteien zusammenrücken. Dafür wäre es wichtig, dass CDU, CSU hier mit dabei sind. Das wäre gut für uns, das wäre aber auch gut für die. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank.